Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Guild Wars 2. Wir spielen die Story der Menschen. Mein Name ist Kubana. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid in meiner Folge 40. Es ist tatsächlich Folge 40, was ich sehr cool finde. Wenn ich mich recht entsinne, geht dieses Portal nach Löwenstein. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, ich habe das richtig gelesen. Da geht es nach Löwenstein. Sparen wir uns das Geld für. Ja, ne? Ihr wisst schon. Ja, das ist Folge 40 und wir haben gerade eben den Angriff der Königin abgewehrt in der letzten Folge und befinden uns nun in Löwenstein. Halt, falsche Richtung. Da will ich raus hin. Muss man doch echt mal gucken, wo man hin will, ey. Ich frage mich gerade, muss ich nicht nach Löwenstein? War das nicht der Deal? Fehlt mir schon wieder ein Level? Aha, geht in diese Richtung, um Löwenhof zu entdecken. Mir fehlt bestimmt schon wieder ein Level, oder? Achso, ich mache jetzt erstmal hier mein Inventar. Was haben wir denn hier? Also das ist nix. Das ist eine bestickte Geldbörse. Das sind Handschuhe. Die sind besser als die, die ich habe. Dann lege ich sie auch an. Dann kann ich die zerkloppen. Was haben wir denn hier? So, das Wachsamen. Die Wachsamen macht. So, neue Gegenstände. Wir können jetzt überlegen, was wir nehmen. Jagend halte ich eigentlich für sinnvoll. Bei diesem Charakter. Das ist tatsächlich nur dieser. Dann fliegt der natürlich raus. Und schwupp. So, was hätten wir denn hier noch? Oh, schicke Stiefel. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir auf Jagend. Achso, es sind ja drei Kraft, Präzision, Wildheit. Ja, dann nehmen wir die. Das ist doch super. Das ist äußerst bemerkenswert. Und dann haben wir hier noch einen Waffenbehälter der Wachsamen. Oh yeah. Was denn eher? Ich tendiere ja zum Bogen. Weil der ist genauso gut wie der, den ich schon habe. Okay, sind alle so gut. Wie ich sie schon habe. Es ist jetzt also einfach nur. Ach nee, hier höchstens. Das war doch bestimmt nicht so ein Dolle, ne? Genau. Speerschleuder oder Dreizack? Jetzt da bestimmt auch noch die Harpune. Ja, komm, nehmen wir die. Startet Zerstörungsprotokoll. Und dann haben wir das auch erledigt. Das könnten wir eigentlich auch mal irgendwo draufsetzen. Ist es weg. Ich wollte aber eigentlich ja nach der Quest gucken, ne? War so der Plan. Stufe 40 Spieler. Ja, ja. Es war so klar, ich muss Stufe 40 werden. So. Und dazu gäbe es mehrere Möglichkeiten. Ganz spontan, würde ich fast sagen. Wir gehen ins Harad-Hinterland. Oder? Hier rüber? Da wollte ich doch vorhin schon mal hin und habe es irgendwie nicht geschafft, ne? Genau. Da gehen wir rüber.
Wir gehen rüber ins Diesa Plateau. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon einen Fehler gemacht habe. Ich hätte wenigstens ein bisschen Nahrung mir irgendwo besorgen können. Eigentlich, ne? Weil da habe ich nämlich nicht mehr viel. Und das andere ist auch schon wieder weg. Ah, dann hauen wir ein bisschen Feuerwerk raus. Wir haben auch noch einen Wettstein. Das ist also ein ganz guter Deal, würde ich sagen. So, was muss man hier eigentlich machen? Interagiert mit einem Dolnjak-Kalb. Ach, ich wusste doch, da war irgendein Fehler. Sag mal, bin ich zu blöd, einen Kalb zu fangen? Irgendwas läuft doch hier schief gerade. Gefangen. Das braucht tatsächlich 3 Treffer, wenn ich das richtig sehe. Aber die Aufgabe würde ich gerne fertig machen, weil die bringt schließlich Punkte. Das darf man jetzt einfach mal nicht so vergessen. So, eins bräuchten wir noch, ne? Da haben wir's. Herzchen. Wir müssen schließlich, Level, next werden. Also hier 40, um genau zu sein. Den Dingens hier haben. Soll ich jetzt die Quest hier mitmachen? Geht bis dort hinter. Komm, ich mach die mit. Bringt schließlich auch Punkte, darf man nicht vergessen. Wobei, das dauert mir jetzt zu lang. Ich gehe darüber, das geht schneller. Noch viel, viel mehr Aufgaben. Aber die sind... müssten höheren Level haben, oder? Ups, hier gibt es auf jeden Fall gleich mal einen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Jo, mit dir würde ich gerne kämpfen.
dann hätten wir den auch. Dann können wir mit dem hier mal kurz einen kleinen Handel ausmachen. Bis nächstes Mal. Und gab es hier oben nicht auch noch? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin doch schon mal. Ne, wir könnten. Ne, alles gut. Schrott habe ich schon verkauft. Und da unten gibt es auch noch eine Aufgabe, die würden wir jetzt dann mal mitmachen. So, sehr schön. Oh, sehr geil. Da machen wir natürlich mit. Den holen wir wieder. Weiter geht's. Das ist perfekt. Diese Eier werden einfach. Sehr geil. Läuft. Ich würde sagen, es läuft. Schaut euch die an. Die sind riesig. Das läuft doch gut. Ich werde sie lecker zubereiten. Zeit zum Arbeiten. Ich gehe zurück nach Schlachterblock. Da kann man sich doch jetzt wirklich nicht beschweren. Das läuft doch gut. Hallo Wolf. Ich werde mal hier drinnen, weil da gibt es auch noch neben dem Herzchen noch viel, viel mehr zu tun. Was waren das Herzchen eigentlich nochmal? Essen und Bier. Okay, das können wir doch hier verteilen. Das ist doch super. So. Ach Mist. Ich grüße euch. Braucht ihr was? Okay, ich muss erstmal gucken, was die Leute brauchen. Steht das da immer irgendwo dran? Hula spart Durst, also der hat Durst. Das war jetzt auch irgendwie nicht so ganz richtig, vermute ich. Das wäre richtig gewesen. So, und dann gucken wir erstmal nach den unersättlichen Soldaten. Da waren doch irgendwo welche rumstehen hier. Da. Die Legion ruft. Und da hat er nochmal Fleisch. Der hatte doch schon. Ja. Achso, der ist ja unersättlich. Die Legion ruft. Heißt also, er isst und isst und isst. Bin ich mal gespannt, wie viel. Braucht ihr was? Ja, viel. Da war aber irgendwo ein Durstiger. Der war hier. Eine ganz schöne Rennerei, die man hier so hat. Ja, tschau eben, ne? Was willst du machen? Kann's kaum erwarten. Bald beginnt die schönste Zeit. Tschau. Frisst, säuft. Ist zum Abwenken. Rind, Schwein, Moor, Dolljagd, Schafsoße, Sohlei,
Weißes Bier. Der muss da irgendwann dicht sein. Ich habe so langsam Angst, wenn ich dem noch mehr gebe, dass der hier Dummheiten macht. Ich grüße euch. Ich hab da so langsam Angst. Da unten war doch auch noch irgendein Soldat mit unerschöpflichem Durst. Und das ist der, der... So. Wir haben's gleich. Ich vermute nicht mehr lange. Da war's das. Und gleichzeitig noch ein Level Up. Das ist ja super. Erstmal natürlich ein bisschen Kupfer und ein bisschen, ja, Kammer. Und ein Level Up. Lass die Kohle schön langsam blühen. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mir im Nacken zu sitzen? Und dann ziehen wir die Hosen auch gleich an. Die waren ja besser. So, was haben wir denn hier noch? Das taugt nix. Ich habe 10 Jahre in Folge das Wettgrillen gewonnen. Das ist meine Qualifikation. Wettkrallen gewonnen. Schwellenwert erreicht. Käse und Fleisch, Fleischkäse. Käse und Fleisch, Fleischkäse. Ja. Kann man so sagen. Also früher ist man, glaube ich, so hingekommen. Hallo? Klar doch, aber jetzt brauche ich was zu trinken. Jetzt ist es natürlich einfacher dadurch, dass man fliegen kann. Aber wir gucken uns das Panorama natürlich an. So, wir sind bei den Char. Waren wir ja, glaube ich, schon mal, ne? Kurz, oder? Ne, waren wir noch nicht. Von der Seite zumindest noch nicht. Tja, sieht hübsch aus hier, ne? Oder weiß auch nicht. Die Char halt. Kann man jetzt deuten, wie man möchte. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt hier durch. Da hinten ist eine Aufgabe und wir brauchen Punkte. Wir brauchen vor allem eines und das ist Punkte, 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 Punkte. Alles andere. Gab es hier keinen Ausgang? So, blöd. Moment, komme ich mit dem Springer hier hoch? Jo, wenn ich vorwärts gegangen wäre, hätte es geklappt. So, was ist das? Bin mir nicht sicher, was die Char da üben. Auf jeden Fall scheint sie jemand dabei zu stören. Das Feuerwerk hat Sinn. Bisschen treppen der sich rum. Okay. Tötet irgendwas. Hundi tötet irgendwas.
Jo, hat gereicht. Sehr schön. Und für uns warten hier viele neue Gegenden, die wir erkunden müssen. Also viel Gegend, die wir erkunden müssen. Ja, wir müssen Level 40 werden. Das ist halt nun mal Teil des Spiels, dass man leveln muss. Und ich zeige euch jetzt bestimmt nicht die besten Methoden, wie man in Guild Wars 2 levelt. Aber ich zeige euch jetzt die Methode, wie man das mit Spielen macht. Moment, was war denn da? Ist das weit weg? Nee. Geht eigentlich. Ich will einen Hornschlag sehen. Greif die Übungspuppe an. Okay. Nee, das will ich nicht. Ich verkleide mich da jetzt nicht als Kuh, hallo. Als Kuh verkleiden, also. Sehe ich so aus, oder was? So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Erstmal bis hier runter, um dann hier reinzukommen. Macht eigentlich Sinn, dass wir den Weg mal abgelaufen sind und die Waypoints ein bisschen haben. Und nebenbei machen wir einfach ein paar Erfahrungspunkte. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ach komm, wir gehen noch rein bis in die Charstadt. Bis jetzt nicht so weit. Das gönnen wir uns noch. Wir können auch Hirsche töten, bringt auch Punkte. Darf man wirklich nicht vergessen, die bringen echt auch Punkte. Ne? Also. Ich bin ja froh, dass der herbeigerufene Wolf nicht auch noch Wölfe herbeiruft, weil sonst wäre der herbeigerufene Wolf vom herbeigerufenen Wolf der herbeigerufene Wolf. Oder so. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich habe gesagt, wir laufen jetzt bloß noch bis in die City. Wo war denn der Eingang? Der war hier, oder? Nee, da eigentlich eher, ne? Ich glaube, der war eher da. Wird jetzt natürlich wieder ein bisschen low-leveliger. Aber ist okay. Habe ich überhaupt nichts gegen. Das ist aber noch nicht der Eingang der Stadt. Hä? Okay, komm. Leute, wir haben heute ein bisschen, die Folge wird ein bisschen länger. Ich sag's mal, wie es ist. So. Oder auch nicht. Aber hier geht's raus. Ja, da drüben müsste doch, das müsste doch irgendwo, da müsste doch irgendwo der Eingang sein, oder? Da dahinter, hier irgendwo.
Ich war schon lange nicht mehr im Char-Gebiet. Von der Seite? Erst recht nicht. Hallo Wolf. Nee, ich bin hier falsch. Ich bin hier wirklich falsch. Interessant. Ich bin hier wirklich komplett falsch. Was hier vorne ist das? Okay. Ich würde sagen, ich finde es jetzt nicht mehr. Also ich finde es wahrscheinlich schon, aber das ist, ich habe ja eh schon extrem überzogen. Weswegen ich jetzt hier reingehe. Und damit ist Folge 40... Tatsächlich Folge 40 abgeschlossen. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Irre, finde ich. Folge 40 beendet. Und wir sehen uns sozusagen in Folge 41 wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao, ciao.